30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 12. Episode des YouTube Predator Cup und damit zur entscheidenden 4. Folge der Gruppe C. An der Spitze steht nach wie vor Dietmar Isajasch, der heute noch keinen Fisch verbuchen konnte, aber noch viel Zeit und vor allem erst 5 Wertungsfische hat. Dicht dahinter liegt Malte Gatz. Er kann bisher als einziger eine Full Card vorweisen. Markus von Eu, der bisher mit der Vorbereitung beschäftigt war und noch keinen Wurf gemacht hat, braucht noch 2 Fischarten, hat noch keinen Hecht und auch noch keinen Zander. Aber noch volle 8 Stunden Angelzeit. Auf den Plätzen 4 bis 6 folgen Armin, Kolatek, Jan Pusch und Babs Kiewski. Die 3 brauchen ein Angelwunder fürs Weiterkommen. Markus steht mittlerweile endlich kurz vor seinem ersten Wurf. Zunächst wird er versuchen, den fehlenden Hecht zu erwischen. 2-4 Spots haben wir. Irgendwo sollte ein Hecht rumstehen. Ich hoffe das schon. Ich hoffe das wirklich. Das wäre bitter, hey, wenn ich keinen Hecht kriege. Da ist einer, ein schöner! Die Henne! Ah! Und da noch ein guter, hey. Und da noch ein guter. So. Der Goofy! Der Goofy, der Goofy. Sehen, dass er wieder ein bisschen Wasser in den Kiemen hat. Also Haken ist gelöst. Ich gebe dem jetzt kurz ein bisschen Wasser. Es ist überhaupt kein Stress, wenn der Fisch mal im Netz ist, jetzt gerade bei den Hechten auf dem Boot. Machen wir das halt so, schön über den Rand. Und dann hat man Zeit, alles vorzubereiten. Jetzt ist auch die Scale schon oben. Fisch ist im Netz. Und jetzt messen wir den. Am liebsten würde ich ja bis 1 Meter aufrollen, aber so viel werden wir nicht brauchen. Ja. 84er Hecht, Ladies. Der hat mich jetzt echt wieder zurück auf Kurs gebracht. Es sieht so aus, als ob der schon geleicht hätte. Ist auch teilweise recht verschlissen. Geben wir jetzt ganz kurz einen Moment. Das merkt man eigentlich recht schnell, wenn der Fisch wieder Körperspannung aufbaut. Und was man oft sieht mit diesem, das bringt überhaupt nichts. Weil in dem Moment, wo ihr den Fisch zurückzieht und das Wasser in die andere Richtung durch die Kiemen geht, schadet das Fisch mehr als es nützt. Aber der hatte überhaupt keine Probleme mit unserer kleinen Stippvisite hier. Hecht, dann ab auf Zander. Wahnsinnsauftakt für den Schweizer. Er verliert kaum Zeit und bringt wertvolle 84 Hechtpunkte auf sein Board. Mit 360 Punkten und über 7 Stunden Restzeit ist er wieder voll im Rennen. Aktuell trennt ihn lediglich ein 50er Zander von Platz 2. Ich bin jetzt 34 Minuten am Angeln am zweiten Tag. Und ich habe mir echt schlaflose Nächte gemacht, also eine schlaflose Nacht gemacht, weil ich so Angst hatte um den Hecht. Zum Glück bin ich auf den Input gebracht worden mit dem Polder. An den Großgewässern hätte ich jetzt echt nicht gewusst, wo anfangen. Aber ein Fisch ist wieder erledigt, jetzt geht die Jagd weiter auf Zander. Wenn ich Zander habe, dann ist das Brett erstmal voll und ich hoffe, ich kriege den zeitnah. Dann habe ich noch alle Möglichkeiten, die anderen Fische abzugraden. Da sind ein paar Barsche drin, die ich eigentlich nicht dran haben möchte. Mein Ziel war es, bei den Barschen 40er Schnitt zu haben, basierend auf dem Training.
Aber ihr habt ja gestern mitbekommen, das lief nicht mehr so ganz wie geplant. Aber immerhin, wenn ich jetzt noch einen Zander kriege, dann bin ich immerhin auf Kurs. Der Catfish, Angelladen in Hello, Fetz Luis, oder wie man das ausspricht, da wird ihnen geholfen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Dietmar ist nach seinem traumhaften ersten Wettkampftag am zweiten Tag bisher weniger erfolgreich. Die Zander lassen noch auf sich warten. Also ich hätte Haus und Hof auf diesen Spot verwetten können. Der hat vom Boot aus sehr gut produziert, aber auch den Übungstag bei der YPC, wo ich hier ein, zwei Stündchen gefischt habe, hat auch Fisch gebracht. Aber er ist etwas anders heute. Wasserstand ist gesunken, also locker würde ich sagen ein halber Meter. Das Wasser ist auch anders von der Trübung her. Wenn ich mit der Brille reinschaue, dann kann ich etwas weiter hineinschauen. Es war sonst deutlich trüber gewesen. Und irgendwie dreht sich das hier auch in dem vorderen Bereich ganz anders. Das war sonst komplett Prallhang da, da hinschmeißen an die Kante, da gab es auch Biss. Jetzt habe ich da gar keinen Prallhang. Jetzt scheint der Prallhang sich komplett anders verlagert zu haben. Heißt also wieder auf die Situation neu eingehen. Aber ich bleibe hier erstmal. Es hat keinen Sinn, woanders zu wechseln. Fisch ist da. Die Vertikalangler hatten ja heute Morgen einen Zander gefangen. Und wo einer ist, da stehen mehrere. Ist einfach ein Hotspot. Dauert ein bisschen. Green Olive, Brown Shad, Salt and Pepper, Brownie, eigentlich alles, was immer gut gefangen hat. Kleine Variante, eine etwas größere Variante. Jetzt nehme ich mal was vom Streetfish-Programm. Wieder Tungstenkopf, 3,0, 10 Gramm, dann kann man prima schmeißen. Die Strömung ist nicht so hart, klappt. Und mal ein 9 cm in einer anderen Farbe, ein bisschen mehr Stinky Stinky dran. Bisschen aggressiver vom Farbverhalten. Schauen wir mal, ob die Zander das vielleicht mögen. Auch Jan und Babs sind weiterhin auf der Suche nach dem ersten Fisch des Tages. Jetzt brauche ich mir was Richtiges ran. Also UV, bisschen die UV lassen. Es kann mal sein, dass die auch diese UV-Farben so abfahren. Tja, Leute. Alles gemacht. Bart abrasiert, Spot gewechselt, von Barsch 0, Zander 0, nicht ein Biss. Und ich bin hier echt am Verzweifeln und ich kenne mich hier nicht aus. Wo soll ich hinfahren? Einfach gehen und einfach angeln. Also das ist die einzige Möglichkeit. Mehr fällt mir nicht ein. Aufgegeben habe ich definitiv noch nicht. Nein, gar nicht. Ich habe ja gleich erst Halbzeit. Und ich nutze die zweite Hälfte, um das zu machen, was ich einfach am liebsten mache. Und damit dabei sein. Aber jetzt versuche ich hier immer noch einen Zander rauszuholen. Das geht doch nicht. Hier sind Fische drin, definitiv. Und ich war hier so oft und auch mit anderen Leuten, auch andere Wettkampfangler und so weiter. Ich wurde immer gut gefangen, nur heute nicht. Yes! Oh, gerade noch gedacht, das könnte einer sein. Oh, und dann kommt der Biss, da schmeiße ich sogar meine Mütze weg. Oh, guckt euch das an. Voll genommen. Richtig geil. 68, ja. Noch ein Polderhecht für Malte. Kein Riesenhecht,
aber weitere wertvolle Punkte. Er schmeißt einen Barsch aus der Wertung, verbessert sich um 4 Punkte und setzt sich an die Spitze der Gruppe C. Ich fische hier am Polder ein sehr dickes Fluorcarbon. Das ist jetzt 86, ja, oder 0,86 mm dick. Direkt angeknotet an den Snap und oben mit einem FG-Knoten verbunden. Wichtig ist nach jedem Fisch wirklich das Vorfach checken. Diese Materialien sind relativ hechtsicher, eigentlich nahezu hechtsicher. Also es gibt kaum Abbisse, aber ihr müsst immer gucken, ob ihr eine Schwachstelle habt. Ich habe keine, darf weiter fischen damit und muss jetzt nicht neu bauen. Angelkarte für den Polder vorhin. Kostet einen Fünfer, hat sich gelohnt. Der Angelladen meinte ja vorher, dass der Polder schon Hecht liefert. Die haben gemeint, ja, für Zander würden sie jetzt hier angeln. Sie haben aber auch gesagt, dass natürlich zur Dämmerung am besten ist. Ich habe den Spot jetzt trotzdem kurz probiert. Ich mache ja noch 2-3 Würfe und dann gehen wir weiter. Aber das ist so dicht beisammen, da musste ich jetzt schon schnell testen. Ihr kennt das selber, wenn man am richtigen Spot angelt, dann reicht ein Wurf. Wenn man am falschen ist, dann sind oft 1000 nicht genug. Darum kann man das schon mal probieren. Natürlich, die Zeit läuft, aber wenn ich hier in kurzer Zeit einen Zander kriegen würde, hätte sich das allemal gelohnt. Nee, hat keinen Sinn. So, Wechsel. Ich fange nichts. Oh, kann das frustrierend sein? Leute, das ist wirklich, also, ja, vielleicht kennt ihr das ja auch oder der eine oder andere. Das ist echt, und wenn du dann noch im Tournament bist und die Zeit läuft eigentlich, ich muss jetzt echt ein bisschen runterkommen, beruhigen, ich habe noch ein paar Stunden Zeit. Das Blatt kann sich noch alles drehen, ich hoffe es. Ich habe mich rasiert, ich habe echt Gas gegeben, aber bis jetzt habe ich echt kein Glück. Und einen Spot habe ich noch und wollen mal schauen. Weiter geht's. Die Zander mögen mich genauso doll wie die Barsche heute, nämlich gar nicht. Ich habe die Faxen dicke jetzt. Ich gehe jetzt Pfannfischen. Also das heißt, ich kümmere mich jetzt nicht mehr darum, dass ich jetzt noch einen Zander und einen Barsch für die Wertung bekomme, sondern ich mache jetzt einfach das, wo ich jetzt auch am meisten Bock drauf habe, nämlich auf Hechte. Und dafür fahre ich jetzt noch mal ein paar Polder an, die ich noch nicht gefischt habe. Und hoffen wir, dass da noch ein bisschen Action ist. Wir sind jetzt hier wieder in der Stadt. An Polder, an Gräben, an kleinen Seen, die rund um die Häuser ziehen. Und ich werde hier wieder versuchen, auf Hecht zu angeln, weil die Hechte das letzte Mal hier, also nicht hier, aber bei meinem letzten Angeln sehr gut gelaufen sind. Und ich da auch einfach viel, viel Spaß hatte mit den ganzen Verloren und so ein Kram und Bissen. Deswegen habe ich jetzt einfach entschieden, ich mache jetzt einfach, was mir auch Spaß macht. Ich fische hier wieder meinen Köder, der auch beim letzten Mal sehr viel Erfolg hatte. Das ist der McPrey. Natürlichen Farbe. Ist auch eine UV-Farbe, das heißt also, ja, noch ein kleines Extra-Bonus. Und gucken wir mal. Wir verlosen eine Angelreise im Wert von 3.000 Euro. Der stationäre Fachhandel gehört zum Angeln in Deutschland wie der Senf zur Bockwurst. Hier gibt es Angelkarten für die regionalen Gewässer, Tipps, welche Spots aktuell am besten laufen, die fängigsten Köder, ihr könnt hier Routenprobe wedeln und Warthosen anprobieren. Wir wollen unsere Offline-Partner mit einer ganz speziellen Aktion unterstützen und brauchen dafür eure Hilfe. Geht einfach in einen Angelladen, kauft eines oder mehrere LMAB-Produkte und postet ein Foto von eurem Einkauf mit sichtbarem LMAB-Produkt und Kassenzettel auf Instagram. Dabei müsst ihr den Angelladen erwähnen und die Hashtags LMAB und Offline-Kaufen für Florida im Text unterbringen. Unter allen Posts, die die genannten Anforderungen erfüllen und im Jahr 2020 gepostet werden, verlosen wir eine Florida-Reise mit 10 Angeltagen am Süß- und Salzwasser inklusive Flügen, Unterkunft, Guiding, Mietwagen und Sprit. Mehr Infos zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Glück bei der Auslosung. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told it if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying cars. Très bien, il nous reste peu de temps pour pêcher. L'objectif c'est de lancer jusqu'à temps qu'on fasse du poisson. Les autres gars qui sont ici ont fait du cendre. Donc on va essayer d'en faire aussi. Mal wieder aus dem Auto, es ist Halbzeit und tatsächlich geblankt bislang. Zwei Bisse, das ist es, und alle meine guten Stellen macht leider das beschissene, sorry den Ausdruck, das blöde Hochwasser zunichte. Und überall ein Meter zu viel Wasser, man kommt nicht richtig ran. Und dann hat man eine Ecke, die gut ist, was sich auch beim Training bewiesen hat. Dann sind schon andere Angler da. Und dann auch noch vom Boot, sodass die auch schon einiges weggefischt haben und die Fische da ein bisschen kirre gemacht haben. Also von daher. Gut, jetzt, ich bleibe trotzdem am Rhein und suche mir jetzt eine andere Ecke in der Hoffnung, dass da eine Buhne stärker aus dem Wasser schaut und mir etwas mehr Möglichkeit gibt, auf die Steinpackung zu gehen. Und dann schauen wir mal, ob da ein Fisch, vor allen Dingen ein Zander, da rumkommt, weil der fehlt mir. Ich weiß nicht mehr weiter. Also ich habe jetzt meinen Stahl abgebaut und ich mache mir jetzt so einen 046er Fluorocarbon ran von Stroft und dann versuche ich mal irgendwie noch sensibler zu fischen. Einfach vielleicht ist der Stahl irgendwie abschreckend oder was auch immer. Man bildet sich ja alles ein. Es könnte ja alles sein. Also ich habe jetzt wirklich verschiedene Farben probiert und alles drum und dran und das ist natürlich immer ein Risiko, wenn er einen Hecht beißt. Ja. Aber ich probiere es einfach mal und dann werden wir schon sehen. Auf der anderen Seite sieht man jetzt auch einen Stippangler, der fischt dort Weißfische und er schmeißt immer ab und zu ein bisschen Futter rein. Der Bereich hier auf jeden Fall, also kurz vor Feierabend, wenn ich noch nichts gefangen habe, ich muss den nochmal hierher, falls er weg ist, und dann kann ich den Bereich nochmal abfischen, weil da ist Futter. Also das wird vielleicht ein heißer Spot, weil da sind Weißfische und da könnten durchaus auch Raubfische sein. Abwarten. Ich würde sagen, nächster Spotwechsel angesagt. Nochmal zurück. Der Angler bleibt die ganze Zeit jetzt da und ich komme da nicht so richtig hin, wo ich eigentlich fischen will. Also weiter geht's und vielleicht nochmal zurück hier. Mal gucken. Auf geht's. Weiter kämpfen. Nützt nichts. Auf dem Rückweg halte ich jetzt nochmal an einem Fisch an, den ich vorhin ja nicht bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Der hat versucht, den Köder zu kriegen, ist leider vorbeigeschossen. Jetzt werde ich mir nochmal zwei Köder raussuchen, mit denen ich diesen Fisch etwas genauer beackern werde. Keine Reaktion, jetzt kommt nochmal der Scanner ran. Der ist fest. So reingeknallt. Oh nein. Keine Chance. Das ist das, was wirklich weh tut. Also, ich sag euch das. Was ich heute hier für Pech habe, ich kann es nicht in Worte fassen. Also, das ist Angel. Weitermachen. Jan hadert mit Petrus. Markus ist mittlerweile an seinem zweiten Zander-Spot angelangt.
Er braucht unbedingt einen Setti fürs Weiterkommen. Bis jetzt noch keinen Kontakt, kein Biss, gar nichts. Auf jeden Fall hat der Wind gedreht zu den letzten Tagen, sonst hat sie immer schön ins Eck reingedrückt. Jetzt drückt es raus, ist die Frage, ob die Fische das auch schon gemerkt haben. Und von der Köderwahl bin ich jetzt beim Goofy. Ich fische den mit 10 Gramm. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich runter auf 7 gehe. Farbe Mai Mai. Es hat trotzdem noch einen UV-Anteil drin, aber das Blauglitter transparent funktioniert im Normalfall bei so klarem Wetter recht gut. Und das Material ist auftreibend. Dadurch habe ich halt Vorteile, wenn das hier mal direkt sieht. Wenn ich den Köder auf Grund liegen lasse, dann ist der Schwanz immer nach oben. Und gleichzeitig wirkt er natürlich dem Bleigewicht entgegen und verlangsamt insgesamt die Absinkphase. Ja, Fisch! Nein! Fuck! Scheiße, Mann. So eine Scheiße, ich hab vertrottelt, der kam entgegen, ich konnte nicht kurbeln, Cash in der Hand, Fisch weg. Kein Zug mehr drauf gewesen. War ein schöner. Ich könnte kotzen, ich könnte echt kotzen, aber weißt, jetzt gestern vom Pech verfolgt und das war jetzt einfach dumm. Nochmal passiert mir das nicht und das war wirklich ein guter Fisch. Ganz bitter für Markus. Diesen Fisch hätte er dringend gebraucht. Ob er noch so eine große Chance aufs Weiterkommen bekommt, bleibt abzuwarten. Doch selbst bei Malte läuft mittlerweile nicht mehr alles nach Plan. Ja, aber wie oft fängt man so schwimmende Hechte? Ah, mein Mann! Fuck, Mann! Fuck! Er ist raufgeschossen, siehst du ihn stehen? Genau vor dir. Hier, hier ist er noch raufgeschossen, als ich zum Kescher gegriffen habe. Ja, jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Wir wechseln den Polder. Eine Idee habe ich noch, wo ich gehört habe, dass es da sehr gut sein soll. Und das probiere ich jetzt. Ich bimpe mir jetzt noch eine dünnere Fluorocarbon-Spitze rauf. Das ist ja so ein 0,35er auf meinen knapp 50. Und einfach, um das noch sensibler zu machen, vielleicht liegt es daran, Fisch noch ein bisschen leichter. Also ganz, ganz mini kleine Köpfe. Ja, wir werden sehen. Keine Fische, keine Bisse und ich weiß nicht mehr weiter, also das ist echt richtig hart, wenn man jetzt hängt und ein bisschen Zeit ist ja noch, also ihr müsst Daumen drücken, ihr müsst einfach mehr die Daumen drücken, ich fange hier keine Fische, Leute, das ist hier, ich quill mir echt einen ab und ich habe alles probiert, glaubt es mir, ich habe hell, dunkel, klein, groß, langsame Führung, schnell, aggressiv, ich weiß nicht mehr weiter, das ist echt schwer. Ich glaube, ich habe einen dran. Leute, ihr habt mir die Daumen gedrückt. Ich dreh durch, du. Das ist ein Fisch. Leute, das ist ein Fisch. Oh, weg ist er. Nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Drückt mir jetzt die Daumen. Ich bleib hier am Spot. Drückt mir mehr die Daumen. Das ist kein Fisch. Das ist ein Hänger. Und gerade den, wo ich gerade den Biss drauf hatte. Also ihr könnt da echt nichts für. Das ist einfach, es liegt nicht am Bart, es liegt nicht an euch. Das ist einfach der Tag. Aber das ist ja noch das Spannende irgendwie beim Angeln, dass du immer so eine Sachen erlebst, so eine Storys erlebst. Ich glaube, an diesem Platz hier, an das Angeln überhaupt hier, an dem YouTube Predator Cup 2020 Quali, ich werde mich da mein Leben lang dran erinnern. Wie geil ist denn das, ey? Ich quatsch in die Kamera und dann mit einmal ist da ein Fisch dran. Also und dann
habe ich jetzt einen Hänger. Dieses Auf und Ab ist einfach, ja, das ist Angeln. Und ich kriege ihn auch nicht raus. Also manchmal kann man ihn lösen, wenn man ihn springen lässt hier. Und meistens ist der See stärker. Ja. No! 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 Notre poisson de perdu. Shit! Merde! Big bird! Ah! Der nächste Aussteiger an diesem verhext wirkenden Nachmittag. Petro scheint heute echt mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Was geht? Okay. It's all. It's over. Ça y est, c'est fini. En prime, j'ai une petite moule. Ah, je suis vraiment fatigué. Thanks, all. Thank you so much. Thank you. Les Allemands sont vraiment gentils. C'est cool. Je suis exténué, fatigué. Ça fait presque une semaine qu'on est là. Le pré-fishing s'est beaucoup mieux passé que la pêche. Malheureusement. C'est la pêche, c'est comme ça. Les conditions ont changé. L'eau a changé aussi. Bon, je vais pas me trouver des excuses, j'ai pas été bon. C'est pas ma façon de pêcher. C'est comme ça. Je reviendrai certainement pour m'améliorer. Merci à Tony de l'invitation, merci à tous les participants. Une grosse dédicace aussi à Walid, à Julo. Et on remet ça. Amins Angeltag ist vorüber. Mal sehen, ob er auf dem vierten Platz bleiben oder noch von Jan oder Babs eingeholt wird. Am neuen Polder will ich jetzt nochmal das Pike-Dekor probieren. Ich will einfach darauf setzen, dass die Hechte vielleicht ihr Revier verteidigen wollen und ja, den Hechtscanner angreifen. Mal schauen, noch gab es keinen Biss. Ich werde noch 500 Meter laufen, denke ich. Ansonsten überlege ich mir noch vielleicht was anderes. Bleibt dran! Während Malte den nächsten Polder beackert, bekommt Jan ein paar Tipps von den Einheimischen. Ja, Leute, so wird's gemacht. Also, er hat es hier mir gerade gezeigt, wie man das hier so richtig macht und sowas alles. Also, auf Ansage, würde ich mal sagen. Ja, ist so gut. Ja, ist okay. Vielleicht hat Jan ja jetzt den Dreh raus. Immerhin scheint es nicht unmöglich, heute an dieser Stelle einen Zander aus dem Wasser zu befördern. Markus saß währenddessen bereits im Auto, um zum Spotwechsel anzusetzen, entschied sich dann jedoch kurzerhand nochmal um und packt nun wieder aus. Also nochmal ein Mental Breakdown. Nee, das ist so eine Scheiße und ich nerv mich noch bis zum nächsten Zander über den Verlorenen. Aber jetzt überlegt, wechsle ich den Spot, probier da, mach da, tu da oder bleibe ich einfach hier und warte hier noch auf den nächsten Fisch. Und ich habe mir jetzt entschieden, dass ich hier bleibe, weil das war jetzt schon einer der besseren Spots. Und mein Zeitplan sieht vor, dass ich die letzten zwei Stunden nochmal an einer anderen Stelle verbringe, wo in der Vergangenheit auch Zander kam. Aber bis dahin werde ich es jetzt hier probieren, weiter dranbleiben. Weil es ist echt realistisch, hier einen Zander zu fangen. Aber es war einfach nur bitter, dass der letzte jetzt wegen eigener Dummheit verabschiedet hat. Das Wasser ist unten eher klar und jetzt nicht so trüb wie im Rest. Ich habe vorher was UV-reaktives gefischt und gehe jetzt mal zum natürlichen Dekor. Ähnliche Größe, ein bisschen andere Frequenzen.
und nehme jetzt nur noch eine kleine Box mit. Dass die heute trocken bleibt bislang, hätte ich nie gedacht. Der Kameramann sagt, ich soll ein, zwei Worte sagen, aber ich bin momentan sprachlos. Ich habe heute 5 ganz vorsichtige Bisse gehabt, ja, einen vielleicht etwas besseren. Und ich habe noch nicht einen einzigen Fisch landen dürfen. Unglaublich. Absolut sprachlos. Aber das Wasser ist ganz komisch heute. Du hast bei jedem Einkurbeln hast du immer Dreck dran. Und das war die letzten Wochen nicht gewesen. Das Wasser ist irgendwie, als wenn kein Fisch drin wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Fische sind ja da. Vielleicht haben wir die letzte Stunde noch Glück, noch einen Fisch ans Band zu kriegen. Wir haben jetzt Mitte Nachmittag, dass ich vorher einen Fisch verkackt habe. Habt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen. Ich habe es ja wie ein Mantra aufgebetet. Es geht langsam dem Ende zu. Ich hoffe natürlich wirklich noch auf den Zander, aber trotzdem rechnet man schon mal durch, was wäre wenn mit den aktuellen Fängen. Zone A ist aktuell der Amin, den habe ich nicht getroffen. Babs habe ich auch nicht getroffen. Amin hat heute noch 5 Fische fangen müssen. Ist definitiv möglich, wenn man am richtigen Ort steht zur richtigen Zeit. Aber ich glaube, das wird eher schwierig. Bei der Babs sieht es, glaube ich, gleich aus. Die hat gestern auch einen Fisch auf dem Zettel gehabt oder 2, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Habe ich aber eben auch nirgends gesehen. Platz 1, da müssen wir nicht lange drum herum reden. Platz 1 ist gesetzt, das ist der Didi. Der angelt heute in Zone Elburg, B. Ich weiß nicht, ob die morgen Fahrgemeinschaften machen. Der hat aber gestern schon wirklich tolle Fische in die Wertung gebracht und ich glaube, da wird es schwer für die anderen ranzukommen. Es geht effektiv im Kampf um Platz 2. Wenn ich einen Zander kriege, ist alles möglich für mich, dann kann ich auf Platz 2 landen. Wenn ich den nicht kriege, dann war es das. Ich brauche einen Zander. Pray for Zander. Oh Mann, Angeln, Entspannung, Erholung. Markus' Überlegungen sind nicht ganz falsch. Allerdings weiß er nicht, dass Jan und Dietmar heute noch keinen Fisch in die Wertung bringen konnten und dass Malte aktuell ganz vorne liegt. Realistisch haben wir es nun wohl mit einem Dreikampf um die ersten beiden Plätze zu tun. Malte, Markus und Didi. Wer kommt weiter? Fisch! Jetzt wäre ein Kescher ganz praktisch. Wow! Das war ein Kampf, sage ich euch Jungs und Mädels. Das war ein Kampf. Schauen wir mal, wie groß der ist, aber das war jetzt eine Plackerei. Vorne ist er dran. Freut mich außerordentlich. Das war eine Abplackerei. Und den lassen wir jetzt wieder zurück. Und da geht er weg. Geil, Mann, Jungs. Immerhin ist die Karte voll und das mit dem schönen Zander. Ich wollte keinen 45er. Ich wollte einen 60er Schnitt bei den Zandern mit 67. Geiler Fisch, Mann. Wow, was für ein toller Fisch. Und diesmal kriegt Markus ihn auch aufs Maßband. Satte 87,1 Punkte, eine Full Card und vorübergehend Platz 1 für Team Bullseye Fishing aus der Schweiz. Plötzlich steht Dietmar, der gestern alles in Grund und Boden geangelt hatte, nur noch auf Platz 3 und mit dem Rücken zur Wand. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, Leute, das ist also eine Technik, habe ich noch nie gesehen. Und das ist das Schöne, als Angler lernt man immer dazu. Richtig, das Tweetfischer hier, wie er hier unter den Brücken fischt, allein das Werfen ist schon toll, also muss ich schon sagen.
Er erzählt uns gerade hier, dass er über 700 Zander im letzten Jahr gefangen hat hier und ist absolut der Sweetfischer. Und ja, wir haben uns hier so getroffen und das ist natürlich das Schöne beim Angeln, Leute, dass man auch mal irgendwie Menschen trifft und da sieht man mal, wie Angeln verbindet, was das für ein toller Sport ist. Auch wenn man noch nichts fängt, aber ich habe heute wieder richtig dazugelernt. Also mega, mega, mega schön. So this year we made together with Klaas Schwarzonker for ABU the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerk bait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action. So if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action and the pikes really love it. Comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it. Entschneidert. Oh. Ja, unglaublich. 7 Stunden fast, das ist eine Ewigkeit, kann ich euch sagen. Den messen wir jetzt, da freue ich mich. Ah. 51,5, 52. Kleiner, schöner Zander von 52 cm, das sind Punkte und ich habe eine Full Card. Ah, wunderbar, geil. Ich freue mich so sehr. Die Erleichterung ist mehr als berechtigt. Dietmar konnte natürlich nicht wissen, dass er zwischenzeitlich auf Platz 3 zurückgefallen war. Doch, dass er eine Full Card zum Weiterkommen brauchen würde, konnte er sich vielleicht denken. Nun sieht die Welt natürlich wieder ganz anders aus. Mit 494,6 Punkten ist ihm das Viertelfinale kaum noch zu nehmen. Malte ist nicht nur auf Platz 3 abgerutscht, er hat auch noch ein paar andere Problemchen. Ich sag gerade, fällt alles. Erst fallen mir die Boxen aus der Tasche, dann das Maßband aus dem Clip und eben rutscht mir die Funkstrecke das Bein runter. Der Köder hängt noch fest. Ich glaube, das ist ein Zeichen, den Platz zu verlassen und nochmal dann zurückzukehren, wo ich die 2 Hechte hatte. Okay, nassen Fuß hat es gekostet. Ja, den Köder habe ich wieder, aber einen nassen Fuß habe ich auch bekommen. Naja, was soll's, im Auto sind noch andere Schuhe, dann ziehe ich die einfach an. Aber der Köder ist noch da und das ist wichtiger, denn der soll heute noch einen Fisch fangen. Ich bin viel, viel, viel gelaufen heute. Eigentlich bin ich viel in den letzten 2 Episoden gelaufen. Ich bin immer noch fischlos, aber glücklich. Ja, ihr könnt glücklicher sein. Letzter Spot für mich jetzt hier in Willemstad. Ist vielleicht ein bisschen zu früh, um jetzt einen Zander zu fangen, aber ich schließe es nicht aus und ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Es war jetzt ein Risiko, durch den Traffic Jam, also durch den Stau hierher zu fahren. Und eine halbe Stunde habe ich noch und dann ist das auch vorbei. Wie lange habe ich noch? 3, 2,
Also, das war ein richtig schöner Angeltag. Danke, Juli, für deine Begleitung. Wir hatten viel Spaß. Die Socken qualmen von. Aber ich kann jetzt einen Wurf machen, ne? So, weil ich einfach angeln möchte. Nee, war ein schöner Angeltag. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Das ist halt einfach Angeln. Hauptsache, man hat Spaß und man genießt die Zeit am Wasser und genießt dann auch die Natur drumherum. Und wenn es dann einfach nicht mal so läuft mit den Fischen, wie man sich das wünscht. Egal, trotzdem ist Angeln geil. Oh, nee, ihr glaubt's nicht. Ein Riesenfisch, naja, riesig, aber ein 80er Hecht. Hat gerade den Köder attackiert. Ich hatte auch kurz Kontakt zu ihm, aber ja, leider hat kein Haken gegriffen. Das ärgert jetzt natürlich richtig. Das wäre genau der richtige Zeitpunkt gewesen, um noch diesen Fisch zu fangen. Aber vielleicht nur eine halbe Stunde, jetzt muss ich richtig Gas geben. Es ärgert so sehr. Okay, der Kameramann sagte gerade zu mir, die Zeit ist quasi so gut wie vorbei. Ich darf noch diesen Wurf zu Ende fischen. Und dann ist es aus. Ich hatte meine Chance, ja. Vielleicht kommt jetzt noch eine. Ich glaube es zwar nicht, aber man soll niemals nie sagen. Das war's. Die Zeit ist vorbei. Eine letzte Chance gab es nur auf diesen Spinnerbait, Gernecker. Hing leider nicht, trotz Trailerhook. Ja, als Trailer habe ich hier einen Tipsy CXL, also mit einem Twisterschwanz drauf, mal was anderes. Ja, nun heißt es zum Auto, ab nach Hause und Daumen drücken für die Ergebnisverkündung, dass es vielleicht gereicht hat. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Fisch! Keine Verbesserung. Der wird so 45 gewesen sein. Aber ein schöner Biss und es war kein Glücksfisch, der erste. Das ist mir wichtig. Sieben Bisse und jetzt, vielleicht haben wir noch die nächsten 10 Minuten, 15 Minuten habe ich, glaube ich, noch. Licht ist ja optimal. Ich die Brille absetzen und jetzt fangen wir noch ein. Oh. Wir sind am letzten Spot für heute, da werde ich die letzten 2 Stunden durchziehen. Ich hoffe natürlich, dass noch ein Fisch kommt. Mein Ziel ist es jetzt hier, zuerst mal den kleinsten Barsch auszutauschen gegen einen Zander. Und wenn es klappt, vielleicht auch noch einen zweiten. Jetzt habt ihr genug Pessimismus von mir gesehen. Ich möchte mich an der Stelle auch noch beim Kameramann entschuldigen, dass der meine Launen aushalten musste die letzten 2 Tage. Aber das war echt ein bisschen Nervenfick. Wo habe ich denn den jetzt? Keine Ahnung. Dann steht der an der letzten Stelle noch. Scheiße, Mann. Ja, das Netz war noch ganz. Der Rest, also es ging mir jetzt nur ums Netz. Und ich habe sonst 2 Waagkescher im Auto. Die sind jetzt beide in der Unterkunft. Zurückfahren, hinfahren kostet mich eine halbe Stunde. Handlandung, den einen oder anderen Fisch. Scheiße, wo habe ich den liegen lassen? Ah, unten am letzten Spot. Liebe Grüße an meine Freundin. Also du siehst, wenn ich in der Küche was liegen lasse, das ist nicht beabsichtigt, das passiert mir einfach so. Und warum beißen die so spitz? Da kannst du anhaben, wie du willst. Ich bin riesig happy, dass ich meine Karte voll habe. 500 Punkte war so mein Traumziel. Und nachdem ich gestern wirklich sehr gut gefangen habe, für die Wetterbedingungen und so, habe ich mir gedacht, puh, hier am Rhein 2 schönen Mitte 60er oder ein Ü70er Zander, gar kein Problem. Aber so kann man sich irren. So, genug philosophiert, noch 2 Minuten. Vielleicht knallt es ja noch. Ja, Leute, ihr seht, wir sind hier nochmal richtig in die City rein.
Und ja, da fängt er einen Zander und ich muss ihm kurz eben helfen. Kurz nichts. Yes. Petri Heil. Nice catch. Nice catch. Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Und so geht das hier. Er macht das hier einfach so, zack. Ich meine, der Mann kennt sich richtig aus. Er hat uns erzählt, er hat den FIS-Planer mitentwickelt hier in Holland. Also das ist ja Wahnsinn. Also der Mann hier, der hat das, diese App geschrieben, mitgeschrieben hier. Und also ein richtig guter Streetfischer. Und ja, ich fange nichts. Aber so ist das einfach. Ich habe jetzt noch, ja, Catch and Release hier natürlich. Und ich habe jetzt noch knappe 30 Minuten Zeit, einen Fisch zu fangen. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach so, ich habe die Seuche. Und vielleicht liegt das, ich weiß nicht an was, ich habe mich heute rasiert, ich habe alles probiert. Ist einfach so. Ja, ich kann es nicht ändern. Also ich versuche wirklich und ich kämpfe auch und so weiter, aber es soll einfach nicht sein. Habe ich noch einen oder war das der letzte Wurf? Und wieder Dreck. Das war's. Mir hat riesig viel Spaß gemacht, auch wenn es heute nicht so ein Fischspektakel war wie gestern. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und vielleicht habt ihr ein bisschen was dazugelernt oder einfach nur Spaß dabei gehabt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass die Punkte reichen an meinem Scoreboard. Wir werden sehen. Ja, und dann fahren wir gleich zum Bungalow und dann gibt es die Siegerehrung. Also, bis dann. Die letzten Minuten laufen und ich bekomme einfach nicht den richtigen Biss. Also ich probiere wirklich viel aus, Leute, und es ist einfach nicht mein Tag. Ich kann hier machen, was ich will. Also ich kann langsam führen, schnell führen, bisschen mehr Speed machen und trotzdem steigt da kein Fisch ein. Also damit habe ich mit Sicherheit den letzten Platz gemacht hier. Aber ich kann es nicht ändern. Also ich kann es einfach nicht ändern. Ich habe wirklich alles gegeben. Ja, bedanke mich natürlich bei euch. Vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr so die Daumen gedrückt habt und so. Aber vielleicht wird es im nächsten Jahr was. Dieses Jahr habe ich echt sowas von geblankt hier. Jedenfalls den zweiten Tag. Immens. Aber trotzdem war es halt wirklich ein tolles Erlebnis hier in Holland beim YouTube Predator Cup 2020 und ich denke, ich bin einfach raus. Ja, es ist, ich glaube, eine Minute habe ich noch. Eine Minute, ich könnte noch einen Wurf machen. Okay, da kommt ein Lucky Cast. Lucky Cast einfach, den mache ich auch willkürlich hier. Eine Minute noch. So Leute, das war mein letzter Wurf hier beim YouTube Predator Cup 2020. Ja, ganz schlechtes Ergebnis für mich. Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich habe alles gegeben. Der Hecht war okay am ersten Tag. Barsche wollten halt gar nicht. Zander wollten erst recht nicht. Und ja, es ist echt wirklich, wirklich schwierig. Es kann vielleicht auch bei jedem passieren. Und ja, vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Daumen drücken und denkt immer dran. Zeit ist Fisch. So, tschüss euer Jan. Hat nicht gereicht. Oh. Nachdem alle anderen Angler ihren Angeltag beendet haben, fischt Markus, nicht wissend, dass er bereits qualifiziert ist, Fisch. Natürlich weiter. Scheint nichts Großes zu sein, aber Zander. Goofy did it again! 51 hat er. Thunderstruck! Und wer war es wieder, der Goofy? Ist es schon. Kann jeder sagen, was er will, aber der Köder ist einfach geil. Der fängt Fische. 52,5 oder 53? Ja, 53. 53. Warte. Das ist der kleinste Fisch, den ich an dem Spot bis jetzt gefangen habe. Aber immerhin noch mal ein kleiner
kleine Verbesserung fürs Gesamtresultat. Auch wenn Markus diesen Fisch nicht mehr gebraucht hätte, er verbessert ihn nochmal um 2,9 Punkte auf sehr starke 450 Zähler. Ja, time is over. Ihr habt schon gehört, die Zeit ist vorbei. Hinter uns schlägt die Kirche. Die Mitangler auf der Buhne wissen auch Bescheid. Aber heute sind wir durch. Das war ein ganz schöner Nervenfick die letzten zwei Tage. Zufrieden in dem Sinn bin ich nicht mit mir, weil ich einfach teilweise trottelig mich verhalten habe, Zeugs verkackt habe. Ich hätte jetzt hier noch einen größeren Fisch gehofft, aber es ist Angeln und ich habe wirklich gekämpft mit vollem Einsatz. Ich wüsste nicht, außer Karbid und Handgranaten, was ich noch hätte machen sollen. Von daher akzeptiere ich das Resultat, wie es ist. Der verkescherte Zander war doof, der war Ende 60, Anfang 70. Das sind Punkte, die ich jetzt nicht habe. Keine Ahnung, wie es heute bei den anderen lief. Aber ich hoffe natürlich, dass ich weiter bin, weil sonst, wenn ich das nicht wollte, ich ja gar nicht mitmachen müssen. Wir finden es bald raus, ich räume zusammen und dann fahren wir zurück. Wer Bock auf weiteren geilen Angel-Content hat, für den haben wir eine kleine Videoempfehlung. Heute sind zwei Videos online gegangen, in denen wir uns mit Tobi und Sarah von Kanal Gratis ein kleines Battle geliefert haben. Die Links zu beiden Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Siegerehrung. We start with the first place. A very, very good result, I have to say. Yesterday he really crushed it. And needed one Zander only to complete the scoreboard. So Dietmar, you have the best result of the first three groups in total of all anglers. So congratulations. Thank you. You will fish against the second place of group D. Okay. And then we had a pretty close race between Malte and Marcus. Malte caught more fish in total yesterday and today, but Marcus finishes second. Yes. Congratulations, Malte and Marcus. Thank you very much. Dietmar Isajas trifft im Viertelfinale also auf den Zweitplatzierten aus Gruppe D, Markus von Oy, auf den Sieger der letzten ausstehenden Gruppe. Welche beiden Angler das sein werden, erfahren wir in den kommenden Wochen. Gebt uns ein Abo, schenkt uns ein Like und lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns nächste Woche.